Um einem Pferd einen Sattel korrekt zu verpassen, sehen wir meistens Pferd und Reiter zum ersten Mal. Das heißt, wir müssen uns einen Überblick über die Situation verschaffen. Dazu brauchen wir ein Pferdebeurteilungssystem. Wenn wir Pferde zum ersten Mal sehen, ist es wichtig, Alter zu kennen, Abstammung, Trainingszustand, Gesundheitszustand. So gesehen haben wir hier eine Grand Prix Dressurstute. Vater ist Alabaster von Akzent, Mutter, Vater ist Weltmeier. Weltmeier Blutlinie ist bekannt dafür, dass sie relativ schwierige Exterieurs produziert. Das heißt, man hat rechteckige Pferde, relativ kurze Hälse, gerade Hinterbeine und das ist das Schwierigste für uns, Oberlinien, die hier bis zum Widerrissansatz fallen und dann stark steigen zur Kruppe. Das Ziel, das wir verfolgen, ist, dass dieses Hinterbein sich unter diesen Punkt hier bewegt. Wenn man die Biomechanik von Pferden grundsätzlich verstehen will, muss man wissen, dass die Halswirbelsäule und die Brustlendenwirbelsäule sich in einem indirekten Verhältnis verhalten. Wenn man einen hohen Rücken hat, kriegt man einen tiefen Hals. Wenn man den Rücken wegdrückt, kriegt man einen hohen Hals. Also man muss diese Funktion kennen, weil gefährlich wird es, wenn zum Beispiel der Rücken tief ist und der Hals. Das ist sehr unnatürlich und macht die Pferde natürlich umso schneller noch kaputt. Wenn wir Pferde unabhängig beurteilen wollen, dann müssen wir einem System folgen, welches bei uns immer das ganze Pferd umfasst. Wir fangen an mit den Zähnen. Kann man einfach innen schauen, sind die gemanagt oder nicht. Wenn Zähne gemanagt sind, heißt das, dass ein gewisses Management im gesamten Pferd, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn Pferde schlechte Zähne haben und die Zäumung geht hier drüber, dann haben die da vorne schon ein unkomfortables Gefühl. Ja, und da können wir natürlich hinten machen, was wir wollen. Das wird immer irgendwo zu Unwohlsein führen. Dann, wenn wir weitergehen, sehen wir diesen Arm-Kopf-Muskel. Dieser Muskel ist ein Spiegel des Rückens, weil das ja im Zusammenspiel immer Konsequenzen hat, das eine zum anderen. Dann gehen wir weiter und folgen der Oberlinie mit dem Zeigefinger ohne Fingernägel und schauen, ob wir hier Schmerzpunkte finden auf dem Nackenband zwischen den Dornfortsätzen. Das ist hier nicht der Fall. Das nächste, was wir checken, ist, wir folgen dem Kissenrand des bestehenden Sattels und schauen, ob hier Muskelverhärtungen oder Faserentzündungen sind. Dasselbe innen der Wirbelsäule entlang, das auf beiden Seiten. Dann, um die Händigkeit der Pferde festzustellen, nehmen wir unsere Hand, gehen zwischen Sacrum und Darmbeinschaufel, geben wir einen Impuls und beobachten den langen Rückenmuskel auf eine Reaktion, welche hier deutlich ist. Wenn man das auf der linken Seite macht, ist praktisch keine Reaktion. Dieses Pferd ist, wie man es nennt, linkshol. Das heißt, es biegt links einfacher, ist aber auf rechte Hand korrekter, weil diese Konfiguration hat meistens zu tun mit der Händigkeit der Reiter, während ein Rechtshänder die linke Spina höher hat als die rechte, wird er auf dem Pferd tendenziell die linke Hüfte knicken und rotieren. So, man hat dann diesen Effekt. Ja, so wird das linke Hinterbein gebremst und das Pferd wird gezwungen, auf die rechte Schulter zu fallen. Sie merken das am besten im Schulterrein links und im Rechtsgalopp oder Wechsel nach rechts. Wenn wir dieses Pferd korrekt versorgen wollen mit einem Sattel, dann müssen wir diese Funktion gewährleisten. Das heißt, je mehr Gewicht wir in der Mitte zwischen Vor- und Hinterhand konzentrieren, umso schwerer wird es für das Pferd, diese Funktion auszuführen. Also schauen wir, dass wir die Sättel so konstruieren, dass das Gewicht unter dem Reiter bleibt. Hier. Ja, dann haben Sie eine ganz wichtige Distanz in einem Pferd, das ist das Schulterblatt, die Scapula hier. Dann sehen Sie eine Linie, die fällt bis hier und dann wieder steigt. Und diese Distanz ist die Schlüsseldistanz.
Wenn wir sagen, wir wollen Gewicht hier, dann muss diese Distanz auch im Sattel sein. Sie sehen, was passiert ist das, dass wir diese Distanz hier im Sattel wiederfinden, weil wir, wenn wir das länger machen, die Pferde so blockieren. Also wir wollen, dass die Sättel so in die Oberlinie reinblenden und dann wieder aus und dann das Reitergewicht hier bleibt, genau unter der Person. So kann das Pferd am einfachsten tragen und wir erlauben dem Pferd, sich zu entlasten, indem es so macht, sehen Sie, öffnen die Sättel hier ein wenig und das macht es für das Pferd leichter, das Gewicht zu tragen. So, das ist unsere Hauptaufgabe, das Reitergewicht da zu platzieren, dass das Pferd sich möglichst günstig im Sinne der Reitkunst bewegen kann.